Hallo, ihr Hübschen. Also, ich möchte erstmal mich bei einigen Kongressen, also Online-Kongressen bedanken, die ich die letzten Tage, Wochen, ich sag mal Tage, vor ein paar Tagen war. Es war einmal das, ich sag einfach jetzt, erzähl erstmal von dem einen. Denn das andere Kongress hat ja weniger mit dem anderen zu tun eigentlich. Aber es hat mich halt beides bereichert. So, also, das eine war einmal vegan täglich, Kochpraxiskongress, so heißt es. Hoffe ich, hab's jetzt richtig so in meinem Kopf. Ich werde es auf jeden Fall alles verlinken, ich gebe es zu. Auch den YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Und der Daniel hatte das Ganze irgendwie ins Leben gerufen und es waren einige dabei, die dann halt schöne Sachen gekocht haben oder überhaupt gemacht haben, vegan-mäßig, ja. Und diese Videos, oh, ich habe mich so, oh, das war so schön, Leute. Ehrlich, ich habe gedacht, ich möchte jetzt zu euch, möchte das auch jetzt probieren, oder wollte oder könnte oder wie auch immer. Ich fand es wirklich sozusagen wundervoll. Wirklich sehr wundervoll, ja. Und auch toll. Ich habe mir die meisten Videos angeschaut. Ich gebe zu, vielleicht habe ich das eine oder andere verpasst, weil ich ja in der gleichen Zeit ein zweites Kongress, also mich bei einem zweiten Kongress angemeldet habe und weniger gedacht habe, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Die alle jetzt auch anzuschauen und das auch irgendwie für sich so zu verändern, verarbeiten, positiv oder auch vielleicht negativ zu, ja, wie auch immer, sich zu bereichern daran, so ein bisschen. Es hat auf jeden Fall etwas in mir bewegt und auch bewirkt, kann man sagen. Eigentlich beides ist ja beides Gleiche, oder? Und ja. Ich werde auf jeden Fall das eine oder andere Rezept wahrscheinlich, wenn ich dann nochmal die Erinnerung darüber kommt, mal ausprobieren. Ansonsten probiere ich natürlich neue Sachen sowieso demnächst aus. Ich gebe es zu. Aber ja, bei mir steht halt gerade was anderes an. Weniger vegan oder doch vegan schon, aber halt Riesen-Chaos-Queen. die sich hier schön, ja, das alles schön, irgendwie sie schön macht. Mit den ganzen Sachen, die sie so noch hat. Also ich zumindest. Ich meine mich. Mich, ne? Ich meine mich, natürlich. Ich mach's mir halt schön. Es dauert ein bisschen länger, nehme mir die Zeit und glaube, dass ich wirklich dann bis Weihnachten oder so oder vor Silvester noch fertig bin hier. Und dazu, ja, dazu einfach danke an diesen veganen Kongress, ja, auch an die da mitgewirkt haben, auch derjenige, der das Ganze via Film gestaltet, geschnitten und verwaltet hat, sozusagen, hast du echt toll gemacht, auch wenn ich dich nicht kenne, echt voll geil, tut mir leid, muss ja mal gesagt werden, oder darf gesagt werden, ich sag's einfach so. So viel dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, auch mit dem ganzen leckeren Essen, was ihr auch immer kocht und esst. Genießt es. So. Also, noch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Ciao!